Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. 35 Cent weniger bei Benzin, 17 Cent weniger bei Diesel. So lautet die Kampfansage der Bundesregierung gegen die steigenden Spritpreise. Doch dieser Tankrabatt droht zu verpuffen. Denn wer zuerst das sieht und danach auf die Preistafeln der Tankstellen blickt, der weiß, jetzt wird's teuer. Der Frust über die weiterhin hohen Preise an der Zapfsäule ist groß. Kritiker werfen der Mineralölindustrie vor, die Steuersenkung nicht an die Kunden weiterzuleiten. Dazu wäre sie gesetzlich auch nicht verpflichtet, aber die großen Anbieter, die allein im ersten Quartal doppelt so viel Gewinn gemacht haben wie im Vorjahr, weisen die Kritik zurück. Schuld am teuren Tanken seien die aktuell hohen Produktionskosten. Fest steht jedenfalls, kannten die Preise wochenlang nur eine Richtung, sanken sie rund um die Einführung des Tankrabatts am 1. Juni tatsächlich, allerdings nur, um seitdem wieder anzuziehen. Wer profitiert also nun wirklich vom Tankrabatt? Verkehrte Welt an der deutsch-luxemburgischen Grenze. Tanktourismus von Luxemburg, wo tanken sonst immer billiger war, an die deutsche Tankstelle von Achim Schilling in Mailbrück. Früher waren die Leute ja gewöhnt, von hier nach Luxemburg zum Tanken zu fahren, weil der Preisunterschied schon immens war. Die haben hier nur für 10 oder 15 Euro getankt, für gerade hinzukommen. Und seit einer Woche hat sich das komplett gedreht. Seit der Senkung der Mineralölsteuer ist Benzin hier billiger als in Luxemburg, zumindest noch. Denn die Preise sind fast schon wieder so hoch wie davor. Ich glaube, dass hier einige Mineralölgesellschaften einen großen Reibach machen werden in den nächsten Wochen, Monaten, Tagen. Wenn die Mineralölkonzerne die Steuersenkung wirklich nicht voll an die Verbraucher weitergeben, haben die Tankstellenpächter nichts davon. Sie bekommen rund einen Cent pro verkauftem Liter, egal ob Diesel oder Super, egal ob mit oder ohne Rabatt. Alle Leute reden darüber, Sprit wird teurer, Energie wird teurer. Und das lassen sich Marketingmanager von großen internationalen Konzernen nicht zweimal sagen. Erinnern sich dran, dass sie eigentlich unterwegs sind, um Geld zu verdienen, drücken auf den Knopf und erhöhen an den Tankstellen die Preise, ohne dass der kleine Pächter davon irgendeinen Vorteil hat, obwohl er den ganzen Ärger abkriegt. Die angesprochenen Konzerne sind sich keiner Schuld bewusst. Es ist absolut nicht der Fall, dass die Mineralölgesellschaften hier vom Tankrabatt profitieren. Der Tankrabatt steht allein den Autofahrerinnen und Autofahrern zu. Er wird auch komplett weitergegeben. Es sind nur die Weltmarktpreise, die Beschaffungskosten für Benzin und Diesel so stark gestiegen, dass der Tankrabatt optisch so wirkt, als sei er nicht da. Das Kartellamt sieht trotz anderslautender Beteuerungen der Branche sehr wohl auffällige Preissteigerungen, die nichts mit dem Rohölpreis auf dem Weltmarkt zu tun haben. Was wir sagen können, ist, dass wir eine aus unserer Sicht auffällige Entkopplung der Tankstellenpreise von den Rohölpreisen haben. Der Abstand zwischen diesen Preisen war im vergangenen Jahr immer bis zu 40 Cent. Mit Beginn des Ukraine-Krieges ist er auf bis zu 50 Cent gestiegen. Und ja, Ende Mai ist dieser Abstand noch mal auf 60 Cent raufgegangen, nach unseren Berechnungen. Also das ist schon ein auffallender Abstand. Und das löst natürlich Fragen auf, die beantwortet werden sollten. Dem Kartellamt seien die Hände gebunden. Aber aus der Politik kommen Vorschläge, solche Krisengewinne mit einer Sondersteuer abzuschöpfen, weil im Moment die Steuerzahler die sogenannten Übergewinne der Ölmultis finanzieren. Die Frage ist, ob das so bleiben soll oder ob nicht diejenigen herangezogen werden müssen zur Finanzierung, die sich am Krieg in der Ukraine eine goldene Nase verdienen. Aus FDP und CDU kommen kritische Stimmen, ob eine Übergewinnsteuer den gewünschten Effekt herbeiführen könnte. Tja, sollen die Mineralölkonzerne auf in der aktuellen Krise erzielte zusätzliche Gewinne eine Sonderabgabe abführen müssen? Könnte eine sogenannte Übergewinnsteuer tatsächlich etwas bringen? Und wenn ja, wie ließe sich das umsetzen? Dazu jetzt die unterschiedlichen Meinungen von Andreas Neumann von Radio Bremen pro und von Martin Polanski vom Rundfunk Berlin-Brandenburg contra. Wir haben also eine Krise mit einigen Gewinnern und ganz vielen Verlierern und einen Staat, der Milliarden ausgeben muss, um die Verlierer zu unterstützen. Da ist es doch schlicht ein Akt der Solidarität, dass die Gewinner etwas von ihren Mehreinnahmen abgeben,
Aber weil die sowas freiwillig nicht machen werden, müssen sie eben durch eine Steuer gezwungen werden. Zumal es ja ausdrücklich nicht um die Unternehmen gehen soll, die helfen, Krisen zu lösen. Wie etwa die Firma BioNTech, die einen Impfstoff entwickelt hat, um die Corona-Krise zu bewältigen. Nein, es geht um die Gewinne, die schlicht anfallen, weil man von einer Krise profitiert, wie eben die Mineralölindustrie. Nun soll mir doch keiner sagen, dass man so eine Übergewinnsteuer nicht im Steuerrecht regeln kann. Wenn es darum geht, dass Unternehmen zum Beispiel dicke Dienstwagen, opulente Restaurantbesuche oder Millionengehälter von der Steuer absetzen können, dann geht das sehr gut. Aber wenn es um das Abgeben und Gerechtigkeit geht, dann ist das wie immer ein Riesenproblem, vor allem für die FDP. Und das Ganze mit der Übergewinnsteuer ist ja auch nicht wirklich eine deutsche Idee. Andere Länder wie Italien und England haben sie längst auf dem Gesetzeszettel. Und ich finde, Deutschland sollte da mitgehen und den Krisengewinnern einen, nennen wir ihn Soli-Zuschlag, abknüpfen. Um es klar zu sagen, auch ich finde es unverfroren, was die Mineralölkonzerne gerade abziehen. Aber eine sogenannte Übergewinnsteuer ist aus meiner Sicht die falsche Antwort. Denn ich frage mich, ab wann ist ein Gewinn ein Übergewinn und welche Behörde soll das eigentlich feststellen? Wenn eine Ware knapp und stark nachgefragt wird, steigt nun mal der Preis. In der Ferienzeit kosten Flugtickets oft das Doppelte oder Dreifache wie außerhalb der Saison. Ohne jeden Mehraufwand wird aus Mangel Geld gemacht. Das kann man ungerecht finden, aber ist das ein Übergewinn? Und wie viel davon müsste dann abgeschöpft werden? Eine Übergewinnsteuer könnte schnell willkürlich werden und ein Spielfeld für Populisten, je nachdem, welche Branche gerade unbeliebt ist. Außerdem gilt, Gewinne werden in Deutschland sowieso besteuert und je höher der Gewinn ausfällt, desto mehr geht im Regelfall auch an den Staat. Eine andere Frage ist, ob es zu wenig Wettbewerb und unzulässige Preisabsprachen an den Tankstellen gibt. Da sollten die Politik und die Kartellbehörden tatsächlich genauer hinschauen und im Zweifelsfall allzu enge Verflechtungen zerschlagen. Die Meinungen von Andreas Neumann und Martin Polanski. Nicht nur beim Spritpreis wirkt sich der Krieg in der Ukraine aus. In der sogenannten Kornkammer der Welt steckt der Weizen in Massen in den Getreidesilos der Hafenstädte fest. Denn selbst wenn die nicht durch russischen Beschuss beschädigt sind, kann das Getreide meist trotzdem nicht die Ukraine verlassen. Die Russen blockieren die Ausfuhr, die Ukraine hat die Häfen zum Schutz vor weiteren Angriffen vermint. Es droht laut den Vereinten Nationen Hunger für weltweit bis zu 19 Millionen Menschen. Die Bundesregierung will helfen und so sind heute gleich zwei Minister in die Ukraine gereist. Gesundheitsminister Lauterbach und Agrarminister Özdemir. Letzteren hat unser Reporter Vassili Golot begleitet und dabei die Enttäuschung beobachtet, die deutschen Politikern entgegenschlägt. Wieder reist ein deutsches Regierungsmitglied in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an. Wieder nicht der Bundeskanzler. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir auf dem Weg zum Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen. Und dann geht es natürlich auch darum zu zeigen, die Ukraine lebt, die Ukraine wird leben. Slavoj Ukraini. Doch es geht um mehr als Solidarität. Özdemirs Kollege Mykola Solski ist erst im März nach Beginn der russischen Invasion ins Amt gekommen und muss jetzt nach Lösungen für eine gewaltige Krise suchen. Unsere Exporte auf den Weltmarkt sind im Vergleich zur Vorkriegszeit sehr begrenzt. Wir exportieren dreimal weniger Getreide als vor dem Krieg. Weil Russland den Seeweg blockiert, kann dieses Getreide jetzt ausschließlich über den Landweg exportiert werden. Dabei will Özdemir die Ukraine unterstützen und neue Wege suchen. Fast zeitgleich ist Gesundheitsminister Karl Lauterbach bei einer Geberkonferenz in Lviv im Westen der Ukraine. We are here on a humanitarian aid mission. Als humanitäre Hilfsmission sieht Lauterbach seinen Besuch. Er will bei der Behandlung von Schwerverletzten helfen, deutsche Ärzte vermitteln und ukrainische Mediziner ausbilden. Das alles sichert der SPD-Minister zu. Ob er auch seinem Kanzler eine Reise in die Ukraine empfehlen würde? Ich habe dem Bundeskanzler nichts zu empfehlen. Der Bundeskanzler unterstützt die Ukraine sehr intensiv und ich bin ja auch im Namen der gesamten Bundesregierung hier unterwegs. Somit also vertrete ich hier auch den Bundeskanzler. Eine intensive Unterstützung des Bundeskanzlers spüren Sie in der Ukraine nicht. Die deutschen Waffenlieferungen dauern zu lange. Implizite Kritik am Kanzler, auch von Grünenminister Özdemir. Also es ist wie mein Freund Mykola Solski gesagt hat, wir besprechen das, was wir in unserem Bereich tun können. Das geht schnell. Die Zusagen werden umgesetzt.
dann, wenn wir sie gegeben haben, nicht Monate später. Und das sollte überall gelten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Zum Abschluss seiner Ukraine-Reise bricht Özdemir zu seinem letzten Termin auf. Am Abend traf der deutsche Landwirtschaftsminister den ukrainischen Regierungschef Denis Schmyhal. Auch schon bevor Russland die Ukraine am 24. Februar angriff, warnten Experten vor einem Hungerkrisenjahr. Neben der Corona-Pandemie wirkten sich Unwetter, Dürren und die daraus resultierenden Schäden massiv aus. Gerade Grundnahrungsmittel kosten nun deutlich mehr, zum Beispiel Weichweizen. Die Kurve zeigt, bereits Ende vergangenen Jahres zog der Preis dafür an und verdoppelte sich dann zwischen Januar und Mai dieses Jahres. Das ist vor allem ein Problem für die Menschen im Norden Afrikas und im Nahen Osten. In diese Region wird besonders viel Getreide importiert. Stefan Meyer über die Situation im Libanon. Hier gibt es noch Brot. Deshalb kaufen manche in der Bäckerei Moulin d'Or in Beirut gleich so viel, wie sie bekommen können. Natürlich, wir sind immer in Sorge, ob es Brot gibt. Das ist die Situation im Libanon. Hamsterkäufe in einem Land, das seit Jahren unter Wirtschaftskrisen leidet, unter einer zerstrittenen, schwachen Regierung, einer verfallenden Währung. Weil der Weizen weltweit so teuer ist, geht das Mehl langsam aus im Moulin d'Or. 10% seines eigentlichen Bedarfs bekommt der Bäcker noch. Die Krise betrifft vor allem das Brot, das die armen Leute essen, das subventioniert ist. Aber die Nachfrage nach diesem Brot steigt, weil die Armut zunimmt. Und nun sollen die Subventionen auch noch gestrichen werden. Viele werden sich Brot bald nicht mehr leisten können. In Ägypten kennt man das Problem. Das Land produziert nur die Hälfte seines Weizens selbst, ist weltweit größter Weizenimporteur. Der autoritär geführte Staat fürchtet Aufstände durch Nahrungsmangel. Wie 1977 die Brotunruhen. Die Regierung hatte Subventionen auf Grundnahrungsmittel gestrichen, Brot wurde zu teuer. Hunderttausende gingen auf die Straßen, Menschen starben. Die Regierung nahm die Preiserhöhungen zurück. Noch immer sind fast 2/3 aller Ägypter auf subventionierte Grundnahrungsmittel angewiesen. Werden sie knapp, drohen Hunger und Unruhen. 2011 der arabische Frühling. Auch er hatte unter anderem wirtschaftliche Gründe. Der Slogan der Revolution: Brot, Freiheit, soziale Gerechtigkeit. In dieser Reihenfolge. Viele Länder in Afrika oder dem Nahen Osten leiden schon länger unter teurem Weizen. Seit 2016 hat sich der Weltmarktpreis mehr als verdoppelt. Die Gründe sind vielfältig. Missernten durch den Klimawandel, aber auch Börsenspekulationen oder dass Weizen zu Biosprit verarbeitet wird. Und jetzt der Krieg in der Ukraine. Der Libanon muss fast 80% seines Weizens importieren. Das Brot wird knapp. Manche gehen kreativ damit um. Ich habe jetzt mit Kartoffeln gebacken, mit nur ein bisschen Mehl. Wir werden in diesen Tagen zu Erfindern. Viele befürchten, dass es bald gar kein Brot mehr geben wird. Stattdessen Unruhen. Kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges gingen Menschen in Belgrad auf die Straße. Doch sie drückten nicht ihre Solidarität mit der Ukraine, sondern mit Russland aus. Der heutige Besuch von Bundeskanzler Scholz in Serbien bekam also eine spezielle Bedeutung, denn das Land, das wie 5 weitere Länder aus der Region in die EU strebt, ist formal bereits ein EU-Beitrittskandidat, hat sich aber alles andere als von Russland abgewandt und beteiligt sich nicht an den EU-Sanktionen. Nikolaus Neumayer. Er nennt sich selbst einen orthodoxen Patrioten, Mladen Obradovic, der Chef einer Organisation, die sogar serbische Behörden als rechtsextrem einstufen und die dafür kämpft, dass Serbien auf dem rechten Weg bleibt. Für Mladen heißt das treu an der Seite der mächtigen orthodoxen Kirche und in engem Schulterschluss mit Russland. Dieses Land hat in den letzten Jahrzehnten bewiesen, dass es fest zu Serbien steht, was sich besonders auf den Erhalt des Kosovos innerhalb Serbiens bezieht. Der Kosovo, ein Reizthema. Er begleitet auch den Kurzbesuch von Bundeskanzler Scholz in Belgrad. Bei seinem Besuch im Kosovo heute Vormittag hat er noch gesagt, es sei nicht vorstellbar, dass 2 Länder, die sich gegenseitig nicht anerkennen, Mitglied der EU werden. Später in Belgrad klingt das diplomatischer. Unsere Ansicht zur Frage Kosovo ist nun nicht neu, sondern schon seit langem bekannt.
Und ansonsten habe ich etwas gesagt, was offensichtlich ist. Und vielleicht hilft das ja. Der Gastgeber, Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić, reagiert trotzdem verschnupft. Er verspricht Kompromissbereitschaft bei der Lösung technischer Fragen, aber eine Anerkennung des Kosovo lehnt er ab. Das bleibe serbische Provinz. Wir reagieren schlecht auf Druck, wenn man uns Forderungen stellt. Wir haben heute gehört, dass die gegenseitige Anerkennung gefordert wird, was wir zum ersten Mal von irgendjemand aus Europa hören. Noch ein anderes Thema zeigt, wie tief die Gräben sind. Es geht um die Sanktionen gegen Russland. Die Serben wollen davon nichts wissen. Der deutsche Kanzler drängt. Und deshalb habe ich, wie ja der Präsident selbst berichtet hat, natürlich das gesagt, was sich viele in Europa wünschen, dass Serbien sich den Sanktionen anschließt. Und das ist natürlich etwas, das am besten nicht erfolgt, wenn alles vorbei ist, sondern wenn es noch drauf ankommt. Die Europäische Union ist Serbiens wichtigster Handelspartner. Fast 80.000 Menschen sind bei deutschen Unternehmen beschäftigt, so wie die Ingenieurin Natascha Djirkovic. Ja, die meisten Mitarbeiter sind tatsächlich EU-orientiert und die meisten Menschen sehen ganz klare Vorteile von einer Mitgliedschaft. Das trifft auch die Stimmung in Belgrad. Das Ziel vieler junger Menschen ist die EU. Monatelang haben sie sich durch Berge von Videomaterial gearbeitet, haben Hunderte von Zeugen befragt, haben Protokolle und Verfahren ausgewertet. Alles hinter verschlossenen Türen. Bis gestern Abend. Zur besten Sendezeit und von allen wichtigen Sendern live übertragen, außer vom konservativen und Präsident Trump nahen Sender Fox News, präsentierte der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols in seiner ersten öffentlichen Anhörung neue Details zu jenem Tag, an dem 5 Menschen ums Leben kamen, Dutzende schwer verletzt wurden und die amerikanische Demokratie im Mark erschüttert wurde. Dem Ausschuss, dem nur 2 republikanische Mitglieder angehören, will neben der politischen Aufarbeitung auch die Rolle des damaligen Präsidenten Donald Trump untersuchen. Aus Washington, Christian Stichler. Der Tag danach, der Ort, an dem alles geschah und an dem nun seit gestern in öffentlichen Anhörungen ein Stück amerikanischer Geschichte aufgearbeitet wird. Nicht alle hier haben gestern Abend die landesweite Live-Übertragung verfolgt. Ich denke, ich habe einfach keine Zeit, mir das alles anzuschauen. Ich habe einiges davon gesehen. Ich war schon beeindruckt, dass wir das noch immer diskutieren müssen. Und ich finde es wichtig, dass wir das weiter tun. Hier im Kongress hat der Sonderausschuss zum 6. Januar mehr als 140.000 Dokumente gesammelt und mehr als 1.000 Zeugen befragt. Die meisten von ihnen per Video, wie Trumps Tochter Ivanka. Gezeigt wurden auch bisher unveröffentlichte Aufnahmen des Sturms auf das Kapitol. Die Polizei völlig überfordert, darunter eine junge Polizistin, die gestern vor dem Ausschuss vernommen wurde. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich bin im Blut anderer Leute ausgerutscht. Es war ein Gemetzel. Es war Chaos. Dass beim Sturm auf das Kapitol rechte Gruppierungen wie die Proud Boys und die Oath Keepers eine entscheidende Rolle gespielt haben, auch das will der Ausschuss belegen. Deshalb wurde gestern ein britischer Filmemacher vernommen, der mit den Proud Boys am 6. Januar 2021 unterwegs war. Die Atmosphäre an diesem Tag war viel bedrohlicher als an den Tagen zuvor. Wir trafen auf eine Einheit der Proud Boys, die ich zuvor noch nicht getroffen hatte, aus Arizona. Alle trugen diese orangefarbenen Mützen. Der Ausschuss verfolgt eine klare These. Der gewaltsame Sturm auf das Kapitol war keineswegs eine außer Kontrolle geratene Kundgebung. Trump habe das Feuer gezielt entfacht. Der 6. Januar war der Höhepunkt eines versuchten Putsches. Es war der dreiste Versuch, die Regierung zu stürzen. Donald Trump hat heute auf seiner eigenen Plattform reagiert. Der Ausschuss sei ein Teil einer Hexenjagd. Er bleibt bei seiner unbelegten Behauptung, die Wahl sei gefälscht worden. Andere, wie die Journalisten der Washington Post, ziehen dagegen bereits Parallelen zum berühmten Watergate-Skandal, der sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt. Es gab auch bei Watergate nicht den einen großen Moment, an dem wir bei der Washington Post alles auf einmal enthüllen konnten. Das brauchte Zeit. Es sind gerade mal 1,5 Jahre vergangen. In wenigen Monaten sind Zwischenwahlen.
Wir wissen noch nicht genau, wo das endet. Wie der 6. Januar und die Rolle Donald Trumps einmal in die Geschichtsbücher eingehen wird, an diesem Kapitel wird seit gestern Abend geschrieben. Kerstin Klein in Washington. Warum geht der Untersuchungsausschuss jetzt doch an die Öffentlichkeit und wartet nicht bis zum Abschlussbericht damit? Es geht da ganz offensichtlich vor allen Dingen darum, die Ergebnisse zu kommunizieren, die Fakten, die ohnehin auf dem Tisch liegen, an die Amerikanerinnen und Amerikaner zu bringen. Vor allen Dingen auch an solche, die Ereignisse vom 6. Januar für harmlos halten. Daher die Primetime, professionell produzierte Übertragung, klare Botschaften. Aber natürlich schauen hier auch alle schon Richtung Herbst. Da finden hier Kongresswahlen statt. Auch dieses Thema könnte da Wahlkampfthema sein. Und vor allen Dingen schauen alle darauf, weil es sein könnte, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus gewinnen, dort die Mehrheit haben könnten. Und dann könnten sie mit dieser neuen Mehrheit diesen Ausschuss auch wieder absetzen. Deshalb wollen die Demokraten unbedingt vorher mit ihrem Abschlussbericht noch fertig werden. Aber werden die Untersuchungsergebnisse des Ausschusses den Blick der amerikanischen Öffentlichkeit auf den 6. Januar überhaupt groß verschieben? Wohl kaum. Also Fox News zum Beispiel, der große, reichweitenstarke konservative Sender, hat diese Anhörung gestern in seinem Hauptprogramm gar nicht ganz übertragen. Die Sendung, die dort lief, lief eine Stunde lang ohne Werbeunterbrechung. Völlig untypisch, aber offenbar in dem Bemühen, dass möglichst wenig Leute umschalten, sich diese Anhörungen anschauen. Und auch alle konservativen Kommentatoren, konservative Politiker, die schlagen hier heute in dieselbe Kerbe wie Donald Trump, sprechen von einer Hexenjagd, von einem parteipolitisch motivierten Unterfangen. Und insofern heißt das, dass die Demokraten sich hier gerade alle Mühe geben, den Amerikanern die Botschaft zu vermitteln, dass es gefährlich ist für eine Demokratie, wenn Menschen, wenn der amtierende Präsident eine verlorene Wahl, eine Niederlage nicht anerkennt. Aber auf der anderen Seite sind die Republikaner gleichermaßen laut mit ihrer Botschaft und dem Versuch, das alles herunterzuspielen. Kerstin, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Gleich mehrere wichtige Gesetzesvorhaben der Regierung haben heute den Bundesrat passiert. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner. Eines davon ist das 100-Milliarden-Programm zur Aufrüstung der Bundeswehr. Mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit votierten die Länder im Bundesrat für die dafür nötige Grundgesetzänderung. Mit dem Sondervermögen soll die Truppe besser ausgerüstet werden. Unter anderem ist die Anschaffung von neuen Flugzeugen, Hubschraubern, Schiffen und Panzern geplant. CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen sind bei ihren Koalitionsverhandlungen offenbar auf der Zielgeraden. Beide Parteien teilten heute mit, der Vertrag für eine Regierungszusammenarbeit solle bis zum 25. Juni fertig sein. Dann sollen Landesparteitage darüber abstimmen. In der folgenden Woche könnte Hendrik Wüst dann als Ministerpräsident wiedergewählt werden. Bei der Landtagswahl Mitte Mai hatten sowohl Grüne als auch die CDU deutlich an Stimmen hinzugewonnen. Nach jahrelangem Streit haben sich die EU-Staaten grundsätzlich auf die Umverteilung von Geflüchteten geeinigt. Die Innenminister stimmten für einen sogenannten Solidaritätsmechanismus. Eine Gruppe von EU-Staaten will demnach besonders belasteten Mittelmeeranrainern wie Italien oder Griechenland Schutzsuchende abnehmen. Die übrigen sollen mit Geldzahlungen helfen. Seit 2015 weigerten sich vor allem Polen und Ungarn, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Doch der Ukraine-Krieg brachte Bewegung in die Kontroverse. Am Berliner Flughafen BER sind heute wegen eines Warnstreiks rund 20 EasyJet-Flüge ausgefallen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert für das Kabinenpersonal mindestens 5% mehr Lohn. Aber auch an anderen Flughäfen drohen mit Blick auf die Hauptferienzeit Verspätungen und Flugausfälle. Denn die Luftfahrtbranche kämpft nach dem Faststillstand während der Corona-Pandemie mit massivem Personalmangel. Man konnte es drehen und wenden, wie man wollte, aber am Ende des saftigen Streits blieb vor allem dieser Satz hängen. Ich will keine Galionsfigur für diese Bratwurstbude sein. Mit diesen Worten verließ der Autor und Journalist Denis Yücel vor knapp einem Monat den deutschen Ableger der Schriftstellervereinigung PEN als dessen Präsident. Dem Vorausgegangenen war eine hitzige Debatte, unter anderem über Flugverbotszonen in der Ukraine, die den sonstigen Edelfedern eigentlich nicht gerecht wurde, enthielt sie doch eine Menge Kraftausdrücke und viele gegenseitige Vorwürfe. Stattdessen brät sich Yücel mit mehr als 230 weiteren Autorinnen und Autoren nun eine Extrawurst und gründete heute eine neue Literatenbude, PEN Berlin. Gret von Petersdorf berichtet. In
endlich geht es los. Journalist Denis Yücel und Schriftstellerin Eva Menasse sind euphorisch. Weg mit den alten Penn-Deutschland-Fesseln, Penn-Berlin, das soll die Zukunft sein. Divers, paritätisch, modern. Heute ist Tag der Gründung. Prominente Mitglieder sind dabei, Michel Friedmann, Daniel Killmann, Thea Dorn. Es sei kein Konkurrenzunternehmen zu Penn-Deutschland, auf keinen Fall. Wir sind hier nicht, um auszutreten, um auch nicht um nachzutreten. Wir sind hier, um neu zu gründen an diesem wunderbaren Frühsommertag im Berliner Literaturhaus. Dafür sind wir hier. Aber noch eine Schriftstellervereinigung Penn, wo es Penn Deutschland doch schon gibt. Und beide wollen ja auch das Gleiche, sich um verfolgte Schriftsteller kümmern und weltweit für die Freiheit des Wortes kämpfen. Das wirft Fragen auf. Was machen die Neuen jetzt anders? Wir werden ein Penn sein, der funktioniert, der miteinander redet und der nicht die gewählten Sprecher in den ersten halben Stunden mal niederbrüllt. So wie wohl am 13. Mai, Tagung von Penn Deutschland in Gotha. Denis Yücel war damals der Präsident. Die Stimmung ohnehin angespannt eskalierte. Am Ende trat Yücel zurück und aus der, wie er es nannte, Bratwurstbude. Bratwurstbude für den fast 100 Jahre alten Penn Deutschland. Nun also Penn Berlin. Die Liste der Gründungsmitglieder wächst rasant in kurzer Zeit. Das Image ist modern. Board statt Präsidium mit einer Doppelspitze und weiteren 9 Mitgliedern. Eher überflüssig das Ganze, findet der Penn Deutschland-Chef. Ich erkenne kleine Unterschiede. Es gibt ein paar Reformschritte, die wir noch nicht gemacht haben, weil wir halt in der 100-jährigen Tradition stecken. Unser Präsidium heißt nach wie vor Präsidium und im neuen Penn-Zentrum heißt es schon nach internationalem Usus Board. Denis Yücel, der in der Türkei in Haft saß, gilt nun als Ikone der Pressefreiheit. Er ist charismatisch, streitbar und prominent. Penn Berlin will eben mehr sein als nur ein Schriftstellerverband. Dazu passt das neue Ehrenmitglied. Wir haben Julian Assange die Ehrenmitgliedschaft angetragen und er hat sie angenommen. Heute Morgen kamen die Nachrichten. Ja. Es dürfen mehr mitmachen, Bloggerinnen, Verleger, Übersetzerinnen. Sonst geht es wohl vor allem um einen Aufbruch als solchen. Ich bin sehr glücklich, dass das geklappt hat. Es musste sein. Mal sehen, wie lange der Hype andauert, denkt die andere Seite. Das bessere öffentliche Image haben Sie jetzt, eindeutig. Ja. Wir können da nicht mithalten. Einige Fragen bleiben zu klären. Kann man bei beiden Pens Mitglied sein zum Beispiel und kümmern sich nun beide um verfolgte Schriftsteller? Aber heute wird erstmal gefeiert in Berlin. Das Wochenende steht vor der Tür, Thomas. Was steht uns da wettermäßig bevor? Ja, also ich könnte ja jetzt, nachdem wir so viel über die Wurst gesprochen haben, könnte ich das Grillwurstwetter anbieten. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. Muss man sagen, ist relativ ruhig das Wochenende. Aber ich habe noch was anderes. Wir müssen über Regen reden. In diesem Fall über Regen, der gefallen ist oder eben auch nicht im Süden Deutschlands. In den ersten 10 Tagen des Juni schon mehr als ein übliches Monat soll. Ob Mühlacker im Norden Baden-Württembergs oder Straubing in Niederbayern über 100%. Auf der anderen Seite Nordhessen, Gilserberg, Neumäuschall. Da ist noch nicht ein Tropfen Regen gefallen bis zum heutigen Tage. Viel zu trocken. Bernburg, Saale ebenfalls. Und wenn man sich dann mal anguckt in diesen Tagen, wie intensiv die Sonne scheint und was da verdunsten kann, oder könnte. Da sehen wir im Osten teilweise bis zu 6 Liter Wasser, die aus dem Boden verdunsten könnte. Da müsste es eigentlich die ganze Zeit regnen, aber weil es nicht geregnet hat, ist kaum noch Wasser im Boden drin. Deswegen kann schon gar nicht so viel verdunsten. Also Trockenheit auf der einen Seite, auf der anderen ist es eher zu nass. Wie geht es weiter in den nächsten Stunden? Wir werfen mal einen Blick auf die Wolkensituation bis morgen Abend und wir sehen da so einen langgezogenen Arm. Ja, der gehört zu einem ehemaligen Tropensturm. Alex, das sind so die Reste, bringt aber kaum Regen, kaum bemerkenswertes Wetter, einfach nur relativ viel Grau. Im Süden ist es sonnig und im Laufe des Tages im Norden morgen auch wieder sonnig. Dazwischen eben so ein paar Spritzerregen, die möglich sind. Die Nachttemperaturen zwischen 8 Grad am Erzgebirgsrand und am mildesten dürfte es am Niederrhein sein, um die 16 Grad als Tiefstemperatur. Das ist tatsächlich verhältnismäßig mild und nicht nur mild, sondern verflixt warm. Es ist in der Südhälfte zwischen 25 und 30 Grad ausgewachsenes Sommerniveau. Ich glaube auch ideales Grillniveau. An den Küsten etwas kühler, Nordsee nur 21 Grad als Höchsttemperatur. Die weiteren Aussichten am Sonntag in vielen Regionen sonnig, am Montag im Süden noch sonnig, kurz kühler. Aber im Moment würde ich davon ausgehen, also das sagen auch die Modelle, dass es im Laufe der nächsten Woche wieder deutlich wärmer wird.
Auf jeden Fall, Grillwetter. Vielen Dank, Thomas, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten sehen Sie jetzt einen Fall von Horst Schimanski. Die nächsten Nachrichten dann mit der Tagesschau um 1.25 Uhr. Und morgen Abend empfängt Helge Fuß hier an dieser Stelle. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.